Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Two Wader und heute habe ich zur Abwechslung mal ein etwas anderes Tutorial für euch vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, werde ich euch heute zeigen, wie man Cloud Strife aus Final Fantasy VII zeichnet. Vom Stil her habe ich versucht, im Manga-Stil zu zeichnen, was ich aber leider nicht mehr so gut kann und dementsprechend das Ergebnis auch nicht so super gut aussieht. Es gibt bestimmt bessere Zeichnung von Cloud auf YouTube oder sonst wo. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr etwas daraus lernen könnt. Und bevor wir anfangen, möchte ich mich noch einmal wegen meiner schlechten Zeichnung entschuldigen. Das liegt aber auch teilweise daran, dass mein PC bei der Aufnahme laggt. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Gut, dann fangen wir einfach mal mit der Skizze an. Wie ihr sicherlich wisst, zeichnet man erstmal einen Kreis und fügt dann Hilfslinien ein. Ja, wo man die Hilfslinien einzeichnet, das ist euch, glaube ich, sicherlich bekannt. Und ich für meinen Teil verwende auch häufig zwei oder drei horizontale Hilfslinien. Und wenn man das hat, dann kann man anfangen, das Gesicht zu definieren und dann auch die Ohren schon mal einzuzeichnen. Ja, vielleicht fragt ihr euch, wie man so gerade Linien mit Photoshop zeichnen kann. So, das ist kein Geheimnis. Was man dazu machen muss, ist lediglich beim Zeichnen die Shift-Taste gedrückt halten und ja, Photoshop wird daraus dann eine ganz gerade Linie machen. Wenn ihr schon mal mit einem Grafiktablett gezeichnet habt, dann wisst ihr sicherlich, dass es nicht ganz so einfach ist, aber dafür hat es den Vorteil, dass man mit dem Selection-Tool wie hier zum Beispiel die Augen verschieben kann, falls man damit nicht zufrieden ist. Ja, nachdem ich grob das Gesicht skizziert habe, werde ich dann mit den Haaren weitermachen. Dazu finde ich, gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Aber falls ihr trotzdem Fragen haben solltet, könnt ihr gerne kommentieren. Ja, nachdem ich die Haare grob skizziert habe, springe ich dann zurück zu den Augen und füge einige Details hinzu. Wie zum Beispiel Augenlider, Augenbraue, Pupille und so weiter. Ja, hier muss ich einer meiner Schwächen gestehen, und zwar gelingt es mir nicht immer, das linke und rechte Auge symmetrisch zu zeichnen, und deshalb muss ich mich mit dem kleinen Trick bedienen, das ganze Bild zu spiegeln und sozusagen zweimal das rechte Auge zeichnen. Aber im Idealfall sollte man das vermeiden und wenn man das nicht kann, dann sollte man das umso mehr üben. Durch das Spiegeln kann man außerdem auch weitere Fehler erkennen, die man ungespiegelt auf den ersten Blick nicht gesehen hätte. Und falls ihr an einer Stelle stecken bleiben solltet, bringt es nicht, ja, die Stelle immer wieder neu zu zeichnen, sondern ihr solltet das Bild kurz zur Seite legen und etwas anderes machen und später wieder weiterarbeiten. Das erspart euch Frust und Zeit. Ja, nachdem ich hier und da wieder einige Stellen korrigiert habe, werde ich dann die Outlines machen. Und falls ihr auch so viele Probleme mit den Outlines habt wie ich, also bei mir sehen die Outlines immer so wackelig aus und unordentlich, dann solltet ihr vielleicht mal das Programm Paint Tool Sai ausprobieren. Das hat so eine Stabilisierungsfunktion und damit kann man wirklich viel genauer die Outlines machen. Also einfach mal googeln und dann werdet ihr schon Informationen dazu finden.
Also, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, und zwar habe ich die Pupillen meiner Meinung nach viel zu groß gemacht, was ich aber später dann noch behoben habe. Ja, und außerdem habe ich das zum Schluss noch ein bisschen schattiert, damit das nicht ganz so leer aussieht. Ja, und das war's dann auch schon wieder von mir. Ja, und zum Schluss möchte ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich würde mich über Feedback freuen und dass ihr euch vielleicht auch meine anderen Videos anschauen würdet. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.